dass die sich schnell ausbreitende Marienverehrung ihre Wurzeln in der Anbetung antiker Göttinnen sowie in anderen heidnischen Praktiken hat, haben wir bereits in einem früheren Kapitel dargelegt. Solche Verbindungen scheinen sich jetzt in späteren Kapiteln nur zu bestätigen. Die New Age-Bewegung schreitet zweifellos an vielen Fronten voran, nicht zuletzt in der Kirche, welche die rechte Lehre nicht ertragen kann, weil ihnen die Ohren jucken. Viele Christen haben tiefe Züge aus dem New Age-Trank genommen. Zum Beispiel ganzheitliche Heilung, also ganzheitliche Heilkunde, Hypnose, Yoga, innere Heilung, Meditation, Psychoanalyse und Bewusstseinstraining. Alles heidnischen Ursprungs. Und viele haben neue Lehren und Ketzereien übernommen, die sich auf das humanistische und positive Denken von Teilhard de Chardin, Norman Vincent Peale und anderen Gründen, die der Kirche die Bedeutung eines irdischen Königreichs in der Jetztzeit beimessen, das soziale Evangelium predigen und lehren, dass die menschliche Gesellschaft für die Wiederkunft des Herrn nach den Königreichsprinzipien wieder aufgebaut und christianisiert werden muss. Bryn Jones, eine führende Persönlichkeit in der Church Restoration, also in der Kirchenwiederherstellungsbewegung, verhieß seinen Anhängern Anfang des Jahres 1991, Zitat: Durch die Kraft seines Geistes werden wir alles, was gegen Gott und die Menschen steht, unter die Herrschaft Christi bringen. Gottes Kirche wird in der Endphase dieses Zeitalters die einflussreichste Gruppierung von Menschen auf Erden sein. Ende Zitat. Das ist in der Tat ein prophetisches Wort. Doch wird es in der Schrift nur durch die abtrünnige Kirche in der Offenbarung des Johannes erfüllt. Hallo, moin moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Joggler66, Stunde der Wahrheit. Dieses Video ist getitelt Tradition und handelt von dem vierten Kapitel aus dem Buch Alle Wege führen nach Rom, Evangelikale, wohin? Von Michael DeSemlian. Wir haben ja schon drei Kapitel und die Einleitung gesehen und ich finde das Buch, was ich ja auch zum ersten Mal lese, auch wenn ich es in Vorbereitung natürlich schon mal vorher lese, sehr interessant, aber das wusste ich auch vorher, dass das ein gutes Buch ist. Passt gut in die Reihe, nach Herrscher des Bösen gelesen zu haben und Babylon Mystery Religion und von Babylon nach Rom von Alexander Hislop. Behandeln wir jetzt hier die Tradition der römisch-katholischen Kirche. Ist ja nichts Neues, sind ja alles Dinge, die ich schon besprochen habe, aber wie Michael DeSemlian die Dinge hier beschreibt, ist schon sehr interessant. Und so wird man immer wieder mal ein paar neue Dinge oder andere Dinge hören. Also, fangen wir an, Seite 63. Wenn wir jetzt das Thema der heiligen Traditionen untersuchen, gilt es zunächst zu erkennen, in welchem Ausmaß der einzelne Katholik durch Glaubensbekenntnisse gebunden ist, alle Zusätze der Kirche zur Heiligen Schrift anzuerkennen. Das ist ein sehr wichtiger erster Satz, weil es geht darum, dass ich als Katholik gebunden bin, alle Zusätze zur Heiligen Schrift anzuerkennen. Das, was die Heilige Schrift darüber sagt, das lernen wir nachher auch noch, wenn ihr es nicht sowieso von euch selber wisst. Ein solches Bekenntnis enthält folgenden Absatz. Zitat: Die apostolischen und kirchlichen Traditionen und alle anderen Anordnungen und Vorschriften der Kirche erkenne ich als wahr an und nehme sie mit aller Entschiedenheit an. Darüber hinaus achte und bekenne ich ohne Zögern alles, was durch die heiligen Rechtsbestimmungen und die allgemeinen Konzilien, insbesondere durch das heilige Konzil von Trient und durch das Vatikanische Allgemeine Konzil überliefert, bestimmt und erklärt worden ist, in besonderer Weise hinsichtlich des Primats und der Unfehlbarkeit des römischen Papstes. Diesen katholischen Glauben, außerhalb dessen niemand errettet werden kann, welchen ich jetzt offen bekenne,
und welchem ich wahrhaftig anhange, denselben verspreche und schwöre ich zu halten und zu bekennen bis zum letzten Atemzug. Ende Zitat. Das können wir nachlesen im Roman Catholic Catechism, also im römischen katholischen Katechismus von Geiermann, Seite 101 bis 103. Ich spreche also, wenn ich mich als Katholik hier bekenne, von dem Heiligen Konzil von Trient. Und ich kann ein Ding garantieren. Die meisten Menschen, die das sagen und dieses Heilige Konzil von Trient einhalten, die haben keine Ahnung, was in dem Konzil von Trient, das zwischen 1545 und 1563 stattfand, überhaupt besprochen wurde. Welche Dogmen und Traditionen die römisch-katholische Kirche dort festgesetzt hat. Und ich glaube, dass wenn sie wüssten, welche über 100 Verdammungen in dem Konzil von Trient damals ausgesprochen wurden, die meisten sogar sagen würden, dass sie das nicht anerkennen. Aber da sie es nicht wissen, ist sowas ja leicht gesagt, weil dass die Leute mal selbst solche Sachen studieren und nachlesen, bevor sie solche Eide ablegen, was anderes ist dieses Glaubensbekenntnis ja fast nicht. Ja, wenn ich schwöre, zu halten und zu bekennen, ja, dann ist das ein Eid, den ich ablege. Ich schwöre etwas. Und auch dazu hat die Bibel etwas zu sagen, zu dem Schwören. Aber dazu später mehr. Nur wenn sie es wüssten, dann glaube ich, oder wenn sie sich darüber wirklich bewusst wären, was sie da tun, dann glaube ich, würden einige Leute doch zumindest davon zurückschrecken. Mein Schlussendlich will ja jeder Katholik. Und deswegen lehre ich ja hier nicht gegen Katholiken selber, sondern gegen die Lehre, die sie vertreten oder die Lehre, die ihnen indoktriniert wird, die ihnen aufgedrängt wird. Jeder Katholik will doch im Grunde nur Gutes tun. Er glaubt, Jesus zu kennen. Er glaubt, Jesus und seinem Wort zu folgen. Und läuft deshalb in diese Falle der römisch-katholischen Kirche. Und es lässt sich ja nun mal nicht anders ausdrücken. Es ist ja nun mal leider so, dass die römisch-katholische Kirche hier die Leuten abzwingt, zu schwören, zu halten und zu bekennen, bis zum letzten Atemzug, alles, was ich hier gerade eben zitiert habe. Also normal ist das in meinen Augen als bibeltreuer Christ nicht. Das Bekenntnis des Katechismus macht Zusätze zur Heiligen Schrift, die ein solches Vorgehen jedoch ausdrücklich verbietet. Auf den Katechismus zu schwören, untersagt die Schrift ebenfalls. Im 5. Buch Mose 4, Vers 2 lesen wir, Zitat, ihr sollt nichts dazu tun, ihr sollt nichts hinzutun zu dem Worte, das ich euch gebiete, und sollt auch nichts davon tun, damit ihr die Gelobte des Herrn, eures Gottes, haltet, die ich euch gebiete. Ende Zitat. Und im Neuen Testament, im Buch von Jakobus, Kapitel 5, Vers 12, lesen wir, Zitat, vor allem aber, meine Brüder, schwöret nicht, weder bei dem Himmel, noch bei der Erde, noch mit irgendeinem anderen Eid. Euer Ja soll ein Ja sein, und euer Nein ein Nein, damit ihr nicht unter das Gericht fallet. Ende Zitat. Also meines Erachtens ist die Bibel hier ziemlich deutlich in Bezug auf Zufügen oder Hinweglassen von der Schrift und in Bezug auf Eide schwören. Vielleicht will der eine oder andere da ja drüber diskutieren, aber ich glaube, dass es über diese deutlichen Anordnungen aus der Heiligen Schrift keine Diskussionsgrundlage gibt. Das Konzil von Trient, fährt der Autor fort, gab der Tradition gleiche Autorität wie der Bibel selbst. Und ohne Zweifel ist dem Wort Gottes viel hinzugefügt worden. Das Konzil von Trient gab der Tradition gleiche Autorität wie der Bibel selbst. Was kann man dazu sagen? Das ist doch das Mischen des Wortes des Menschen mit dem Wort Gottes. Das ist das Vermengen des Heiligen mit dem Unheiligen, des Reinen mit dem Unreinen. Ich sage hier, die römisch-katholische Kirche sagt hier, dass ihre Tradition die gleiche Autorität hat wie das Wort des Schöpfergottes.
Eine Kirche, die sich selbst nachfolgende Kirche von Jesus Christus nennt, kann doch unmöglich Tradition gleichstellen mit der Schrift. Weil Jesus Christus hat doch an einer Stelle in der Bibel gesagt, warum folgt ihr euren Traditionen und nicht dem Wort Gottes? Na? Mal eben in Erinnerung rufen. Das Zweite Vatikanische Konzil rief den Katholiken ins Gedächtnis, dass die Kirche ihre Gewissheit aller offenbarten Wahrheit nicht aus der Heiligen Schrift allein bezieht. Das können wir nachlesen im Vatikanum II, Verfassung der göttlichen Offenbarung im Paragraph 9. Das führende amerikanische ökumenische Magazin New Covenant gibt seinen Lesern im Januar 1987 zu bedenken, Zitat: Die Urkunden des Zweiten Vatikanischen Konzils lehren, dass Schrift und Tradition mit gleichen Empfindungen der Hingabe und Achtung angenommen und verehrt werden müssen. Ende Zitat. Was sagt die Bibel über menschliche Tradition? Im zweiten Kapitel der Kolosser, Vers 8, lesen wir hierzu. Zitat: Seht zu, dass euch niemand beraube durch die Philosophie und leeren Betrug nach der Überlieferung der Menschen, nach den Grundsätzen der Welt und nicht nach Christus. Ende Zitat. Besorgte Evangelikale, einschließlich vieler in der ökumenischen Bewegung, haben erwartungsvoll auf die gegenwärtige Erneuerungsbewegung geschaut. Ob sie die Tradition der Konzilien und päpstlichen Lehren, die die Heilige Schrift ergänzen oder ersetzen, in Frage stellen werde. Doch bislang haben sie vergeblich Ausschau gehalten. Zumindest sichtbar befindet sich der Katholizismus nicht im Gärungsprozess. Seine Einrichtungen und Dogmen sind in keinerlei Bedrängnis. Ihrem Katechismus zufolge ist allein die römische Kirche die eine wahre Kirche, die Christus gründete und folgende Hauptmerkmale aufweist: Autorität, Unfehlbarkeit, Unvergänglichkeit. Auch das lesen wir im Baltimore Catechism von 1969. Also, noch nicht so lange her. Nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil, ne? 1969. Semper eadem, immer dieselbe. Die römische Kirche ändert ihre Dogmen nicht. Gewiss, sie ändert ihren Stil, doch nicht ihr Wesen. Ein Satz, über den man leicht hinwegliest. Sie ändert ihren Stil, doch nicht ihr Wesen. Es gibt ja nun schon einige Videos, die ihr von mir geschaut haben könnt, wo ich darauf hingewiesen habe, auf die Sophistik und die Kasuistik. Also, das Haarspalten, das Worte verdrehen, das Dingen einen anderen Namen geben, aber im Grunde doch immer dasselbe sagen. Diese Kunst zu sprechen, auch in Schrift, durch Enzykliken und päpstliche Bullen, also Brevets, wie das im Deutschen heißt. Diese Sophistik und Kasuistik, darin sind die Jesuiten Lehrmeister. Und deswegen habe ich auch so anbefohlen, sich das Video anzuschauen von Richard Bennett, seinem Zeugnis, was ich bei mir auf dem Kanal hochgeladen habe, weil Richard Bennett durch seine Tätigkeit in der römisch-katholischen Kirche diese originalen lateinischen Schriften lesen kann und die Kasuistik und Sophistik da herausholen und erklären kann. Es hat für viele Menschen halt den Anschein, dass die römisch-katholische Kirche sich ändert, wenn sie verschiedenen Dingen auf einmal einen anderen Namen gibt. Aber wie der Autor hier sagt, sie ändert ihren Stil, ihre Art und Weise aufzutreten, ihre Art und Weise Dinge zu sagen oder zu lehren, aber nicht ihr Wesen, nicht die Lehre an sich. Da wird nicht dran gerüttelt. Ihr Gesicht ändert sich. Es sieht in verschiedenen Ländern verschieden aus. In England schlägt die Kirche einen hohen moralischen Ton an, der in den Medien fester klingt als derjenige irgendeines anderen Teiles der sichtbaren Kirche. Kardinal Hume ist in den Mittelpunkt unseres nationalen Lebens getreten und spricht mit Vollmacht und Klarheit zu allen großen ethischen Fragen unserer Zeit. Unschmackhafte päpstliche Lehren, wie das Verbot künstlicher Empfängnisverhütung aus dem Rundschreiben Humanae Vitae, werden von der Kirche heruntergespielt,
während entschiedene Katholiken die Christen im Kampf gegen die Legalisierung der Abtreibung anführen. Ja? Also, unschmackhafte päpstliche Lehren, wie das Verbot künstlicher Empfängnisverhütung. Aus dem Rundschreiben Humane Vitae werden von der Kirche heruntergespielt, während entschiedene Katholiken die Christen im Kampf gegen die Legalisierung der Abtreibung anführen. Abtreibung, Empfängnisverhütung, das sind nur Dinge, die gelehrt werden an Nicht-Katholiken. In der katholischen Kirche darf man halt nicht verhüten. Aber da kann ich jetzt nicht drauf eingehen. In der katholischen Kirche gibt es noch so viele andere Dogmen, weil die mischt sich sogar damit ein, welchen Sex man haben darf und wann man Sex haben darf. Etwas, was in der Bibel überhaupt nicht gesprochen wird. Das ist ein Thema, das lässt Gott zwischen Mann und Frau. Aber der Papst mischt sich da ein, aus bestimmten Gründen. Dieselben katholischen Führer haben die neue Bewegung für christliche Demokratie gegründet, eine überparteiliche und überkonfessionelle Organisation mit der Zielsetzung, christliche Werte in das politische Leben Großbritanniens erneut einzubringen. Christliche Werte? Katholische Werte. In Ländern, wo der römisch-katholische Griff fester ist, wird kein solch hoher Standard erreicht. Ein paar Beispiele folgen. In Uganda, Haiti und den Philippinen, um nur drei in verschiedenen Teilen der Welt zu nennen, ist der Katholizismus völlig in das lokale Heidentum eingebunden und das Evangelium somit restlos verdunkelt. Wie es im dunklen Mittelalter war. Auf den Philippinen haben Missionare regelmäßig Einblick in das andere Gesicht des Katholizismus, das man in England nicht zu sehen bekommt. Zur Osterzeit tun junge Filipinos Buße für schwere Sünden, indem sie an Kreuze genagelt und mehrere Stunden hängen gelassen werden. Ein Artikel in The Times von 1987 beschreibt diese furchtbare Tradition und fügt erläuternd hinzu, dass die Büßer auf diese Weise glauben, von ihrem Gott durch den Priester Vergebung zu erlangen. Aus dem Artikel vom 18. April 1987 aus der Times. Also, wenn ich mich mehrere Stunden ans Kreuz nageln lasse, dann erhalte ich durch den Priester von Gott Vergebung für meine Sünden. Ist das etwas, was Jesus Christus gelehrt hat? Wir sollen unser Kreuz aufnehmen und ihm folgen. Wir sollen uns nicht stundenlang ans Kreuz nageln lassen. Das hat er nicht gesagt. Oder wer das behauptet, der liest eine andere Bibel als ich. In einer Reihe von afrikanischen Ländern und auch auf Haiti ist die örtliche Macht des Priesters gleichgesetzt mit derjenigen des Medizinmannes oder des Voodoo-Gottes. In primitiven Kulturen übt die Kirche einen Würgegriff auf alle Bereiche des Lebens aus, nicht unähnlich dem des Feudalsystems im Mittelalter. Der amerikanische Autor Dave Hunt, das ist übrigens der Autor des Buches A Woman Rides the Beast, die Frau und das Tier. Ich hoffe, dass ich da mal die Gelegenheit bekomme, das auch zu lesen, weil das ist ein, ich glaube, ja, knapp 500 Seiten dickes Werk. Und außerdem hat Dave Hunt das Problem, dass er, obwohl er die Frau und das Tier schreibt, also über Offenbarung 17 schreibt, obwohl er Zeit seines Lebens nicht erkannt hat, dass der Papst der biblische, historische und prophetische Antichrist ist. Na jedenfalls, der amerikanische Autor Dave Hunt berichtet, dass man von Haiti sagt, es sei, Zitat, zu 85% katholisch und zu 100% heidnisch. Jede Voodoo-Zeremonie beginnt mit katholischen Gebeten. Ebenso ist der tödlich-spiritistische Kult von Santera eine Mischung aus afrikanischer Zauberei und Katholizismus, ausgeführt im Namen von Heiligen, die für afrikanische Götter stehen. Ende Zitat. Die heidnischen Wurzeln römisch-katholischer Praktiken, wie sie in Alexander Hislops Buch Von Babylon nach Rom beschrieben werden, sind weitgehend anerkannt und selbst führende Katholiken sind bereit, sie einzugestehen. John Henry Newman, den wir ja schon ein paar Mal in dieser Lesung erwähnt hatten, Roms berühmtester englischer Konvertit, tat das auf der ganzen Linie. Zitat. Der Gebrauch von Tempeln,
die besonderen Heiligen geweiht sind und zu besonderen Anlässen mit Zweigen von Bäumen, Räucherwerk, Lampen und Kerzen geschmückt werden, wo Tiefopfer nach Genesung von einer Krankheit, heiliges Wasser, Zufluchtsstätten, heilige Tage und Zeiten, der Gebrauch von Kalendern, Prozessionen, Segnung der Felder, Priestergewänder, Tonsuren und der Ring in der Ehe, der Blick nach Osten, Bildnisse, vielleicht der kirchliche Gesang und das Kyrie Eleison sind allesamt heidnischen Ursprungs und geheiligt durch die Übernahme in die Kirche. Ende Zitat aus seinem An Essay on the Development of Christian Doctrine, was auf Deutsch heißt, ein Aufsatz über die Entwicklung der christlichen Doktrin. Also ich glaube nicht, dass ihr jetzt wollt, dass ich auf jedes gelesene Wort da eingehe und dazu kommentiere. Aber auf zwei Dinge muss ich mal eben eingehen. Auf ein Ding, den Blick nach Osten, weil der Autor hier eine Fußnote mit anhängt, die sehr, sehr wichtig ist. Und der zweite Ring, der zweite Punkt, der mir wichtig ist, der Ring in der Ehe. Wenn wir heute in diesem System, in dem wir leben, ob das jetzt in Deutschland, Belgien, Italien, Spanien, Frankreich, Vereinigte Staaten von Amerika, Portugal, Brasilien, China, Japan, was weiß ich wo ist. Wenn wir heiraten, dann stecken wir uns einen Ring an den Finger. Wer Interesse hat, der sollte sich das mal raussuchen, aus welcher Tradition das entsteht. Aber es ist eine Tradition, die ihren Ursprung in Babylon hat. In einer Ehe, die vor Gott geschlossen wird, so wie Gott sie vorbestimmt hat, zwischen Mann und Frau, zwischen Jungmann und Jungfrau, sage ich jetzt mal, weil beide vor der Ehe keinen Sex hatten, wie sich das gehört, steckt man sich keinen Ring auf den Finger. Ich habe vor Jahren da mal was drüber gelesen und drüber gesehen und kann mir das auch nicht mehr so ins Gedächtnis rufen, wo es genau herkommt, aber es kommt aus Babylon. Das weiß ich noch. Und außerdem wird es ja auch hier bei diesen Traditionen aufgezählt, die alle hier getan werden. Also Tonsuren und der Ring in der Ehe. Das ist eine babylonische Tradition und hat nichts Biblisches an sich. Und der zweite Punkt, der Blick nach Osten, da verweist der Autor auf eine Fußnote aus der Bibel, und zwar aus Hesekiel, Kapitel 8, Vers 15 und 16. Zitat. Und er sprach zu mir, Menschenkind, siehst du das? Aber du sollst noch größere Gräuel sehen als diese. Und er führte mich in den inneren Vorhof im Hause des Herrn. Und siehe, vor dem Eingang zum Tempel des Herrn, zwischen der Vorhalle und dem Altar, standen etwa 25 Männer, die ihren Rücken gegen den Tempel des Herrn und ihr Gesicht gegen Osten gewendet hatten und beteten gegen Osten die Sonne an. Ende Zitat. Und das hat also John Henry Newman zusammen mit den anderen Dingen, die ich hier genannt habe, den Gebrauch von Tempeln, die besonderen Heiligen geweiht sind, so besonderen Anlässen mit Zweigen und Bäumen, Räucherwerk und so weiter geschmückt werden, das sind alles, wie er am Ende sagt, heidnischen Ursprungs und geheiligt durch die Übernahme in die Kirche. Das ist die Erklärung, meine lieben Zuhörer und Zuschauer. Von einem Konvertit zum römischen Katholizismus selber, von Kardinal John Henry Newman. Hier erklärt er ganz deutlich, wie all diese heidnischen Ursprungstraditionen geheiligt übernommen wurden in die römisch-katholische Kirche. Das ist das, was ich immer gesagt habe. Das heidnische Rom deckt sich zu mit einem Mantel des Christentums, behält aber ihre ganzen Traditionen und gibt das dann irgendwelche biblischen Namen. Das ist eben das Problem. Und das haben wir jetzt hier ganz deutlich von einem Katholiken selbst gehört. Man kann es nachlesen in einem Aufsatz über die Entwicklung der christlichen Doktrin, Seite 373, von Kardinal John Henry Newman. Der rituelle Blick nach Osten gehört zum Katholizismus als auch zur Freimaurerei.
Ein Meistermaurer des dritten Grades, das sind die Schlimmsten, die meinen, dass sie alles wissen, muss zum Beispiel seinen Geheimeid auf das Buch des Heiligen Gesetzes mit dem Blick nach Osten schwören. Die Beziehung zwischen Katholizismus und Freimaurerei in den höheren Ebenen wird in dem Abschnitt über das Papsttum und politische Macht in diesem Buch erörtert. Das ist das Kapitel 7, wo wir ja nicht mehr so weit von entfernt sind. Da könnt ihr euch dann ja schon freuen. Einige Protestanten benutzen die Sprache unserer Zeit bei der Beschreibung des römisch-katholischen Systems. Sie nennen es einen Kult. Dabei ist ihnen viel daran gelegen, deutlich zu machen, dass sie die Institution meinen und nicht den geistlichen Stand einzelner Personen in ihr. Außer den Bräuchen, die Cardinal Newman aufzählt, weist die wissenschaftliche Forschungsarbeit Hyslops, Woodrows und anderer die heidnischen Ursprünge vieler anderer Bestandteile des Katholizismus nach. Und da ich von beiden die wichtigen Bücher gelesen habe, Alexander Hislop von Babylon nach Rom und Woodrows Babylon Mystery Religion, zählen wir jetzt hier mal wieder ein paar Punkte auf, bis sich uns die Haare auf unseren Armen hochstellen vor Gänsehaut, die wir davon kriegen als bibelgläubige Christen. Opferbringende Priester, Bußen, Absolution, Beichtstuhl, päpstliche Unfehlbarkeit, die Titel Heiliger Vater und Pontifex Maximus, was für oberster Priester steht, die Anbetung und Verehrung von Heiligen und Reliquien, wie das Turiner Grabtuch, und von Bildern, Standbildern und Sinnbildern, Steinaltäre, der Rosenkranz, die Monstranz und Hostie, Gebete für die Toten, letzte Ölung, Fegefeuer und Vorhölle, Ablass, Mönchstum, Mystizismus. Dazu dann noch Pilgerschaften, Kreuze und Kruzifixe, Zölibat, die Mutter-Kind-Verehrung, Marias immerwährende Jungfräulichkeit, das Skapulier, Kanonisierung von Heiligen, Kardinäle, Nonnen, die Mitra, die von Dagon, dem Fischgott, kommt, Fisch und Freitag, Fastenzeit, 40 Jahre Weinen für Tammuz, wie wir in Hesekiel 8, 14 nachlesen können, das Kreuzeszeichen, das Heilige Herz, Ostern von Astarte, der Frühlingsgöttin und der im Osten aufgehenden Sonne, Taufwiedergeburt und Rechtfertigung durch Werke, der Felsen Petrus anstatt sein Glaube an Christus. All diese Dinge und noch viele mehr gehören zum Herzen des modernen Katholizismus. Nicht alle werden in westlichen protestantischen Ländern weiträumig praktiziert, doch sie sind nicht desto weniger tief eingebettet in der Kirchentradition. Alle sind von der Schrift ungedeckt und viele sind von ihr ausdrücklich verboten. Nun, zu einem dieser Punkte gehört ja noch eine kleine Fußnote, und der Punkt mit der Fußnote ist der Ablasshandel. Und ich möchte wirklich da nachdrücken, dass man sich das gut einprägt, was ich jetzt hier gerade vorlese, und vor allen Dingen, dass man sich gut einprägt, dass der Autor hier sogar zum Ablasshandel extra eine Fußnote erstellt. Warum ist der Ablasshandel so wichtig? Der Ablasshandel war das Thema, das Martin Luther behandelt hat, als er 1517 seine 95 Thesen an die Kirchentür in Wittendorf geschlagen hat. Bei einem Artikel des Daily Telegraph, so die Fußnote, vom 16. Juli 1986 heißt es, Zitat: Ablass kann man jetzt über Fernsehen und Rundfunk bekommen. Wiederholungen derselben Sendung sind dabei allerdings nicht gültig. Es gibt 70 offiziell verzeichnete Wege zur Erlangung des Ablasses. Solche Segnungen unterliegen der Verantwortung der vatikanischen Behörde, die sich Heiliges Apostolisches Bußgericht nennt und von Monsignor de Magistris geleitet wird. Die Kirche lehrt, dass die Lebenden Ablass für die Verstorbenen erlangen können, wenn sie ein Werk tun, wie den Rosenkranz vor dem Heiligen Sakrament zu beten oder die Stufen des Kreuzes zu gehen. Katholiken, die durch die Heilige Schrift zu einem persönlichen Glauben an Christus gelangt sind, oder auch andere, mögen schockiert sein, wenn sie entdecken, dass die Quellen der katholischen Tradition, insbesondere des Katechismus, oft auf Kriegsfuß mit der Bibel stehen. Ein Beispiel von herausragender Bedeutung
ist die Weglassung des zweiten Gebots. Zitat: Du sollst dir kein Bildnis machen. Noch irgendein Gleichnis machen. Weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf Erden oder was unter dem Wasser der Erde ist. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht. Ende Zitat. Zweites Buch Mose, also Exodus, Kapitel 20, Verse 4 bis 5. Leicht verkürzt hier vorgelesen, wie es original im Buch steht. Das ist übrigens auch mit den meisten Bibelzitaten. Ich suche die nicht immer aus der Schlachterbibel raus. Ich lasse sie oftmals so stehen, wie sie hier im Buch stehen. Sinngemäß versteht ihr sie ja doch. Und ansonsten im englischen Buch von Alle Wege führen nach Rom, das ich ja gleichzeitig lese, wie ihr wisst, da sind die Zitate alle aus der King James. Da brauche ich die Bibel nicht groß zu Rate zu ziehen. Das war Kapitel 4. Es war nicht sehr lang, deswegen auch ein sehr kurzes Video. Es handelt von der Tradition der römisch-katholischen Kirche. Und diese Tradition ist das, an das ein Katholik gebunden ist. Ein Katholik bindet sich also nicht an das Wort Gottes. Er erkennt nicht die Autorität Gottes als einzig und fehlbar an, sondern ein Katholik bindet sich an das Wort des Papstes, der Autorität der Kirche, und erkennt den Papst als unfehlbar an, wie wir ja gerade in dem Bekenntnis zu Anfang gelesen haben. Ne? Da steht ja, hinsichtlich des Primats und der Unfehlbarkeit des römischen Papstes. Ne? Das schwört man ja zu halten und zu bekennen bis zum letzten Atemzug. Also, ich schwöre meine Allianz, meine Treue dem Papst, einem Menschen. Ich schwöre keine Treue Jesus Christus. Abgesehen davon, dass ich nicht schwören soll und dass ich für Jesus Christus auch nicht schwören muss, ich muss ihn nur anerkennen, ist das doch absolut gegen die Bibel. Ich verstehe langsam wirklich nicht mehr, warum es so schwer ist für Katholiken, mal die Bibel in die Hand zu nehmen und einfach mal zu kontrollieren, ob die Dinge, die die römisch-katholische Kirche von ihnen verlangt, auch tatsächlich in der Bibel drinsteht. Weil ein Katholik, ein bekennender Katholik, der meint, Jesus Christus zu lieben und der meint, das Wort Gottes als Wahrheit zu akzeptieren, kann doch nicht auf der einen Seite die Bibel halten und auf der anderen Seite das Wort des Papstes. Ich kann nicht zwei Herren dienen. Das ist einfach unmöglich. Und schon gar nicht, wenn der eine Herr dies predigt und der andere Herr das. Wenn der eine die Wahrheit predigt und der andere die Lüge. Dann weiß ich ja gar nicht mehr, wem ich noch zuhören soll. Nun, genau das ist Absicht des Teufels. Durch diese Konfusion, durch diese Verwirrung werden viele Menschen von der Bibel und vom Glauben weggeleitet. Sie glauben weder der römisch-katholischen Kirche, was an sich ja nicht schlecht ist, aber gleichzeitig, weil die römisch-katholische Kirche sich als christlich ausgibt, glauben sie auch der Bibel nicht mehr und glauben sie auch Jesus nicht mehr und wenden sich desillusioniert vom Christentum und vom ganzen Glauben ab. Und das ist genau das Ziel des Teufels. Dem ist es egal, welche Lüge ihr glaubt, solange ihr nicht die eine einzige Wahrheit glaubt, das Wort Gottes, sein geschriebenes Wort, seine Gebrauchsanweisung für uns, um durch das Leben zu gehen, die Bibel. Das war Kapitel 4 aus Alle Wege führen nach Rom von Jogler 66, Stunde der Wahrheit. Ich danke fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Bin immer interessiert in eure ehrlichen, aufrichtigen Kommentare, die ich auch beantworten werde, wenn nötig. Und freue mich dann auf das nächste Kapitel, das wir lesen werden, die ökumenischen Gefahren. Solange ich die nicht schon längst in meinen Kommentaren hier in den letzten 4 Kapiteln mit eingebaut habe, widmet der Autor Michael Dissemdian das 5. Kapitel eben den ökumenischen Gefahren. Damit fahren wir dann nächstes Mal fort.
Bis dahin, Gott hüte und beschütze und segne euch auf all euren Wegen. Joggler 66 von Stunde der Wahrheit meldet sich ab und sagt Tschüss. Ich sehe den großen Abfall. Ich sehe die Verwüstung des Christentums. Ich sehe die rauchenden Ruinen. Ich sehe die Herrschaft von Ungeheuern. Ich sehe jene Vizegötter, jenen Gregor den Siebten, jenen Innozenz den Dritten, jenen Bonifatius den Achten, jenen Alexander den Sechsten, Gregor den Dreizehnten, Pius den Neunten. Ich sehe ihre lange Folge, ich höre ihre unerträglichen Lästerungen, ich sehe ihren abscheulichen Lebenswandel, ich sehe, wie sie angebetet werden von verblendeten Generationen, wie sie hohle Segnungen austeilen, wie sie ihren verlogenen Ablasshandel treiben und ein heidnisches Christentum schaffen. Ich sehe ihre livrierten Sklaven, ihre geschorenen Priester, ihre zölibatären Beichtväter, ich sehe den berüchtigten Beichtstuhl, ich sehe die verführten Frauen, die ermordeten Unschuldigen, ich höre die verlogenen Absolutionen, ich höre die Todesseufzer, ich höre die Schreie der Opfer, ich höre die Bannsprüche, die Flüche, den Donner der Interdikte, ich sehe die Folter, ich sehe die Verliese, die Scheiterhaufen, ich sehe die unmenschliche Inquisition, jene Feuer von Smithfield, jene Gemetzel der Bartholomäusnacht, jene spanische Armada, jene unsäglichen Dragonaden, jene endlose Kette von Krieg, jene entsetzliche Menge von Massakern. Ich sehe das ganze System und im Namen des Ruins, den es in der Kirche und in der Welt verursacht hat, im Namen der Wahrheit, die es verleugnet hat, des Tempels, den es geschändet hat, des Gottes, den es gelästert hat, der Seelen, die es zerstört hat, im Namen der Millionen, die es getäuscht hat, der Millionen, die es dahingeschlachtet, der Millionen, die es verdammt hat. Gemeinsam mit heiligen Bekennern, mit edlen Reformatoren, mit unzähligen Märtyrern, mit den Glaubenden aller Zeiten, brandmarke ich es als Satans Meisterstück, als den Leib, die Seele und das Wesen des Antichristen. Jeder Christ hat die heilige Pflicht, im Gebet den Antichristen zu bekämpfen. Und was der Antichrist ist, darüber dürfte es bei keinem normalgesinnten Christen Fragen geben. Wenn es nicht das Papsttum der Kirche Roms ist, dann gibt es nichts auf der Welt, das mit diesem Namen bezeichnet werden könnte. Denn es verletzt Christus, weil es ihn in seiner Herrlichkeit beraubt, weil es die Wirkungskraft der Sakramente an die Stelle seines Sühnopfers setzt und ein Stück Brot an die Stelle des Erlösers erhebt und ein Tropfen Wasser an die Stelle des Heiligen Geistes und weil es einen fehlbaren Menschen wie uns als Stellvertreter Christi auf Erden hinstellt. Wenn wir das Papsttum im Gebet bekämpfen, weil es gegen Christus steht, dann sollen wir die Personen lieben, auch wenn wir ihre Irrlehren hassen. Wir lieben ihre Seelen, auch wenn wir ihre Dogmen verabscheuen. So werden unsere Gebete vor Gott angenehm, weil wir unseren Blick auf Christus richten, wenn wir beten. Die ökumenische Bewegung, die sie rühmen, ist die größte Katastrophe, die in diesem Jahrhundert in die christliche Kirche hereingekommen ist. Sie hat die Kirchen dieses Landes zu einer Ansammlung blutleerer, rückgratloser, haltloser Organisationen schrumpfen lassen, die kaum noch ein müdes Wimmern für Christus und die Wahrheit zustande bringen. Kein Wunder, dass die Bosheit so sehr zunimmt und die geistliche Finsternis über die Jahre immer dichter wird. Ernsthafte Christen mit nüchternem Lebenswandel und tiefer geistlicher Gesinnung sind in ihren Augen Fanatiker und Frommtuer. Wenn das stimmt, dann waren erhabene Gottesmänner wie John Knox in Schottland, Johannes Calvin und Martin Luther auf dem Kontinent und Erzbischof Cranmer in England ebenfalls Frommtuer in ihrem Kampf gegen die Irrlehren des Papsttums. Wie
wir rühmen uns ihrer Gemeinschaft.